Total überfordert war beim Abschlusstraining der Klasse bis 250 Kubikzentimeter die Zeitnahme. Es ging drunter und drüber, anschließend hagelte es Proteste, vor allem aus Spanien. Dazu können sicher unsere Studiogäste einiges erzählen. Jetzt müssen wir uns halt entscheiden, ob wir den hinteren Reifen nochmal anfahren, wenn wir den vorne drauf lassen. Toni Mank und seine Mechaniker bei der Reifenwahl. Ein Lotteriespiel. Dem macht es nichts aus, wenn der um 3-4 Runden mehr drauf hat. Und den hinteren fahren wir dann auch hin. Martin Wimmer nach dem Training als bester Privatfahrer sogar in der ersten Startreihe wünschte sich Regen. Reinhold Roth hier mit Sepp Schlügel kommt immer besser in Schwung, ihm wäre eine trockene Piste lieber. Aber beim Start zur 250 Kubikzentimeter Klasse ist es nass, so wie es Martin Wimmer wollte. Doch nicht alle benutzten Regenreifen. Einige pokerten, sie hofften auf eine abtrocknende Rennstrecke. Übrigens statt 36 normalerweise, jetzt 48 Starter. Das hat es noch nie gegeben. Eine Konzessionsentscheidung, die zum Durcheinander um dieses Rennen passte. Toni Mang in Bestform mit superweichen Regenreifen unterwegs, überholt den führenden Italiener Luca Cadalora, der eine andere Reifenwahl traf. Nummer 4 Dominique Sarro, dann Martin Wimmer und Reinhold Roth unter den ersten 10. Nummer 8 Martin Wimmer, endlich einmal ohne Probleme. Mein Motorrad lief sagenhaft heute. Ich konnte mit den Werkshondas mithalten. Ein großes Kompliment an Helmut Fahrt, aber auch an Yamaha. Durch den Spezialkit haben wir also doch zusätzlich noch ein paar PS gefunden. Toni Mang immer noch Erster, jetzt vor Sito Pons und Luca Cadalora. Reinhold Roth, dessen alte Verletzung ihn immer noch behindert, riskierte nicht alles. Ich fühle mich im Regen überhaupt noch nicht so wohl, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und mir wäre trockenes Wetter schon lieber gewesen. Nummer 21, Helmut Bradl, ein giftiger, aggressiver Bursche aus Zahling, fährt bei diesem WM-Lauf in die Weltspitze. Obwohl er erst seit wenigen Jahren Rennsport betreibt und das mit unterlegenem Material, dürfte er nun mit einem tollen 10. Platz den Durchbruch geschafft haben. Auch die Sonne durchbrach die Wolken. Sehr schnell trocknete die Piste ab und die Fahrer mit den Regenreifen bekamen immer mehr Probleme. Vor allem Weltmeister Toni Mang. Reinhold Roth attackiert und geht problemlos an Toni Mang vorbei. Und nach der Zielgeraden auch Martin Wimmer. In der Boxe des Münchners, wo das Rennen am Bildschirm verfolgt wurde, fand diese Aktion natürlich Beifall. Der 25-jährige Italiener Luca Cadalora, 1986 Weltmeister in der Klasse bis 125 Kubikzentimeter, letztes Jahr Teamkollege von Martin Wimmer, Werksfahrer bei Yamaha, gewinnt seinen ersten Weltmeisterschaftslauf in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter vor den Spaniern Sito Pons und Juan Garriga. Bester Deutscher, Reinhold Roth als Fünfter. Da freut sich Ehefrau Elfriede. Jubel wieder einmal bei Michaela Wimmer, Helmut Fahrt und der Wimmer-Crew über den 6. Platz. Es lief nicht schlecht, wobei ich nicht ganz zufrieden bin, denn aufgrund meiner Fußverletzung musste ich am Schluss einfach zurückstecken. Ich hätte normalerweise Garriga angreifen können. Aber zufrieden können Sie trotzdem sein? Ich bin zufrieden, weil das sind 10 Punkte, 6. Platz. Unter diesen Umständen, ich glaube, war das Maximum, was zu holen war. Ratlosigkeit bei der Mannschaft von Toni Mang, der den Reifenpoker verlor. Seine Frau Colette meinte scherzhaft, jetzt brauche ich für den Toni langsam einen Psychiater.